Hallo und herzlich willkommen zurück bei DMC. Ich bin Craner von Critical Around. Wir sind jetzt im Level 5. Reliability. Okay, ich bin sehr gut. Ich habe mir übrigens aussehen wieder klassischer Dante gewählt, weil, keine Ahnung. Es ist einfach cool und awesome und ich schmeiße nur meine Gegenstände weg von meinem Tisch. Einfach, weil ich es kann. Na gut. Ja, Virility, so jetzt haben wir es. Virility. Ich war vor Jahren hier, als ich ein Kind war. Ich habe die ganze Fabrik unentdeckt erkundet. Ich konnte einen Dämon unter der Fabrik spüren. Der Succubus, ein uraltes Wesen. Succubus. Wir glauben, dass er die Quelle der psychotropen Zutat ist. Damit können sie uns kontrollieren. Willkommen, Besucher der Virility-Fabrik. Dank seiner Geheimzutat ist Virility das beliebteste Erfrischungsgetränk auf der Welt. Und es wurde bewiesen, dass es bei täglichem Konsum das Abnehmen um 21% erleichtert und die Leistung im Bett um 63% erhöht. Das an. Glauben die Leute so einen Schwachsinn wirklich? Ja. Wenn man etwas oft genug zu hören kriegt, glaubt man es meist. Man sagte, ich wäre wahnsinnig, weil ich Dämonen sehe. Ja. Wir wollten sie auch weismachen, ich gehöre in die Klapse. Sie wollten mir Drogen geben, haben behauptet, das würde helfen. Sie haben gelogen. Sie wollten mich nur schwach und gefügig machen. Ja, wollen wir das nicht alle. Wie hast du die Wahrheit herausgefunden? Virgil hat mich aus den Albträumen geholt. Und du? Sex. Wenn die Leute, denen du vertrauen sollst, sich als grausame, kindermordende Dämonen herausstellen, öffnen sich deine Augen für das Böse um uns herum. Ich habe mich widersetzt, zurückgeschlagen, getötet, egal was es gekostet hat, zugegeben. Manchmal hat es viel gekostet. Und nach all der Wut, dem Schmerz und der Gewalt muss man in sich gehen, tief ins eigene Herz und sehen, ob man noch man selbst ist. Sich fragen, ist man noch immer ein Mensch? Im Inneren wusste ich einfach, dass ich nicht spinne. Okay. Dann geht's jetzt mal actionmäßig los. Hier, werte Damen und Herren, verbinden sich die magischen Zutaten, um den einzigartigen Geschmack von Virility zu erschaffen. Der Succubus ist tief in der Fabrik versteckt, doch man kann ihn nicht einfach so aus unserer Welt erreichen. Nur aus dem Limbus. Drin gibt's einen Spalt. Keine Sorge, unsere vertrauenswürdigen und ehrenhaften Wissenschaftler sind der Meinung, dass unser Getränk sicher und vorteilhaft ist. Ja. Oh mein Gott! Ich hab keine Waffen. Ich kann nicht mal springen. Wozu habt ihr diese Szene eingeführt, in der ich nur laufen kann, ohne anzugreifen? Das finde ich kacke. Hier geht's lang, glaube ich. Du hast gesagt, du warst hier schon mal. Ja, aber das ist viele Jahre her. Ich befand mich außerhalb meines Körpers. Du bist als Geist herumgeflogen. Ja, im Limbus. Virgil sagt, ich könnte so gut spionieren, aber ich kann es nicht kontrolliert auslösen. Also, was hast du damals gemacht? Die Albträume wurden durch ein intensives psychisches Trauma verursacht. Okay. Was sind die Albträume? Vorbei, das sind sie. Ja. Okay, geht's jetzt mal eigentlich irgendwie. Oh, warte. Ah, ich gehe erst da lang. Ach komm schon, lass mich wenigstens meine Rolle machen. Das ist irgendwie etwas nervig, muss ich gestehen. Okay. Wozu lässt du mich das erforschen, wenn da nichts ist? Voll der Beschiss. Na gut, dann gehen wir halt hier weiter. Ist da was drin? Warum liegen ja so viele freiliegende Kabel? Das ist hier nicht irgendwie, keine Ahnung. Gibt es da keine Vorschriften dagegen? Irgendwelche Sicherheitsinspektoren, die sagen, dass freilaufende, blitzende Kabel auf jeden Fall nicht irgendwie dahin gehören? Nein. Virility. Hey, was geht? Na, endlich. Kann ich jetzt in den Spalt hinein?
Hier lagern sie die ganzen Waren für den Export. Schon komisch. Was? Ich habe erwartet, dass es größer wäre. Viel größer. Ja. Aber natürlich war ich nur ein Kind, als ich hier war. Und im Limbus. Warum warst du hier? Um den Albträumen zu entkommen. Warum gerade hier? Im Limbus wolltest du deinen Albträumen entkommen. Ja. Das müssen echt ziemlich schreckliche Albträume gewesen sein. Da war so richtig der WTF-Blick in Dantes Gesicht. Na, komm schon. Sobald du im Limbus bist, musst du nur deinen Schritten zurück zur Mix-Anlage folgen. Sollte kein Problem sein. Vielleicht, aber die Dämonen können dich möglicherweise wahrnehmen, wenn du im Limbus bist. Also pass auf. Und wenn ich die Mix-Anlage erreicht habe? Kannst du tief in die Fabrik hinabsteigen. Und mir einen Succubus töten. Okay, ich hoffe, so einen epischen Kampf wie gegen diese Vampir-Lady aus dem dritten Teil. Wie hieß sie nochmal? Weiß ich gar nicht mal. Sie hat dann eine Waffe, also die meisten... Oh, okay, Katzin. Hier ist er. Im Devil May Cry 3 hast du immer die meisten Waffen halt, wenn du spezielle Gegner besiegt hast. Die haben dir dann quasi ihre Waffen gedroppt. In Ordnung, ich treffe dich auf der anderen Seite. Ab geht's. What the heck? Dante? Hier unten. Oh, gut. Du hast recht. Hier im Limbus ist es größer. Was jetzt? Zurück zur Mixanlage. Wir treffen uns dort. So fett und dumm wie nie, trink Virility. Okay. Ja, gut. Ene, mene. Peitschengeschwinger. Also ich weiß nicht, mit dem Peitschen hätte ich ein bisschen sich sparen können. Ich finde, es ist nicht so wirklich der... Okay, das ist schon hier. Nein, den wollte ich eigentlich ausweichen. Oh Gott, das hat geklappt. Nein. Machen wir den noch einen. Den wollte ich absolut nicht treffen. Das ist ein richtiges Labyrinth hier. Ich weiß halt nicht genau, wann ich was ausgelassen habe. Hallo. Oh, komm schon. Ich hab nicht gehofft, dass hier irgendwas auftaucht. Was haben wir denn hier überhaupt? 6 verlorene Seele, 2 Türen, 2 Schlüssel. Bin ja am überlegen. Ich kann sein, dass ich offscreen mal nennen. Mal eine andere. Ja, das war meine Absicht, eindeutig. Vollkommen beabsichtigt. Consume. Gut. Höllenretter, interessant. Hey, wo lang geht's zur Mixanlage? Aua, 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 aua.
Heiß, heiß! Lass mich raten, ich treffe ihn. Ja. Kann ich nur mit der Axt treffen. Oh yeah! Einfach so lange. Oh, verdammt, der schon wieder. Savage, Sadistic. Komm schon, der kann's aber andauern. Komm! Schlag mich! Bam! Bitch! So, meine Lieben, geht die Party ab. Oh, ich liebe es. Einfach nur der Hammer. Eigentlich wollte ich da aufspringen, mal einen kurzen Überblick haben. Vielleicht finde ich ja sogar was. Komm. Ausgezeichnet. Nee, nicht wirklich, nicht wirklich. Moment. Okay, nein, da geht's absolut nicht weiter. Da haltet mich irgendeine Wand. Hält mich irgendeine Wand ab. Na gut. Hui, Spinne. Auf geht's, ab geht's. Warum wird ja auf einmal der Boden so schwarz? Das gefällt mir nicht. Reality. Bin ich jetzt eigentlich aus diesem Hauptgebäude raus? Ja gut, ich kann verstehen, dass er nicht einfach so mit dem Schwert herumrennen kann, wenn er in der öffentlichen Umgebung ist. So, ich habe wieder 3 Skillpunkte. Verbessern wir mal gleich was. Yeah, schießen. Ich benutze viel zu wenig Ebony und Ivory. Okay, interessant. Mhm. Ah, ja, genau. Also, ich kann Sachen verkaufen. Aha, okay, so. Hey, die will ich gar nicht haben. Interessant. Gut, dieses Trieb habe ich auch zu wenig benutzt. Ah, 1000 Stiche sind immer geil, ich liebe die Fähigkeit. Okay, aber jetzt machen wir hier mal was. Okay, aber warte mal, ich sollte mal ein paar Gegenstände kaufen. Gesundheitskreuz, ja, warum nicht? Ich meine, hey, ein bisschen mehr zu Gesundheit kann nicht schaden, besonders wenn man auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielt, der... Ah ja, passt. Ah, okay, das ist ein Tor. Da geht's ja nicht weiter und ich glaube, ich habe auch keinen passenden Schlüssel, weil das wird ein, ja, Kupfertor sein. Nee, da brauche ich erst den verdammten Schlüssel. Will mir irgendwer was sagen? Hallo? Oh. Hi, Jungs, was geht denn? Thank you.
Okay. Starke Sache. Nehmen wir mal. Nein, zu weit. Jawohl, so geht das. Bin mal auf diesen Succubus gespannt. Ja, genau. Like, I give a fuck. Da geht er down mit B. Ihre Leidenschaft hast du nie. Okay. Spinnen oder drüben ist eine verlorene Seele. Ja, so geht das. Okay. Okay, okay, okay. Konzentrieren, konzentrieren. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ah. Okay, ich glaube, jetzt bin ich mal endlich aus dieser Halle raus. Ja, das sieht gut aus. Okay, hier kommt Trouble. Komm her, Kollege! Oh, komm schon. Eigenbeschuss. Achso. Kommt nämlich down. Oh yeah, baby.
Okay, was willst du jetzt? War's das schon? Na? Oh, Virility. Keine guten Fähigkeiten nach diesem Epic Fight, meiner Meinung nach. Ich finde die richtig geil hier, die Kämpfe. Mache ich einen Schlussstrich und wir sehen uns im nächsten Part von DMC.